nachdem wir uns in den letzten Videos bereits diese Formel hier unten hergeleitet haben, mit der wir den Weg, den ein Geschoss nehmen oder die Weite, die ein Geschoss haben wird, in Abhängigkeit von einem Winkel beschreiben können. Und genau dieses Wissen, das wir uns jetzt hier gerade hergeleitet haben, wollen wir jetzt mal nutzen, um herauszufinden, ob es denn einen optimalen Winkel gibt, also den Winkel, bei dem unser Geschoss am weitesten fliegt. Und wenn ja, also wenn es diesen Winkel gibt, dann wollen wir natürlich auch wissen, wie groß er ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir unseren Winkel, also unser Alpha hier, ein bisschen einschränken. Und wir gucken uns einfach mal nur alle Werte an zwischen 0 und 90 Grad. Ich denke, das macht ja auch Sinn. Wenn du irgendwo stehst, dann würdest du ja auch nur in genau diesen Winkeln werfen. Also wir wollen wirklich nur den einen optimalen Winkel, wenn es den dann gibt, haben, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Und damit wir überhaupt erstmal eine Idee bekommen, was wir eigentlich gleich machen wollen, finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man sich eine Funktion zeichnet. Also wenn wir uns diese Funktion hier hernehmen und uns die einfach mal aufzeichnen. Und ich kann nicht, ich mache jetzt nur eine Skizze, aber ich kann dich wirklich nur anhalten, das wirklich mal zu machen. Also wir haben hier diese Achse, die, das wird unsere SX-Achse in Abhängigkeit von Alpha. Also das wird der Weg sein, den wir zurückgelegt haben, wenn wir einen Winkel von Alpha haben. Und die Achse hier unten, das wird halt genau der Winkel sein, also Alpha. Das heißt, wenn wir können ja hier schon eintragen, wir haben ja einmal unten 0 natürlich, hier ist 0, hinten ist 90 Grad. Und wir nehmen natürlich jetzt an, dass unsere Geschwindigkeit, während wir diese Dings hier zeichnen, diesen Graphen, dass die natürlich konstant ist. Sonst würden wir hier ja komplett irrsinnige Ergebnisse bei rumkriegen. Und ich habe es eben schon kurz angedeutet, wenn wir das jetzt zeichnen würden, dann wird das wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Und wie man jetzt schon hier dran sieht, und wenn du es gezeichnet hättest, dann würdest du es vermutlich auch in den Ergebnissen schon sehen, es gibt auf jeden Fall einen Punkt, der hier am höchsten ist. Also, wenn wir mal gucken, ich schätze jetzt mal ungefähr hier, das ist ja die optimale Höhe. Oder die größte Höhe passt, glaube ich, besser. Sagen wir mal, das ist die größte Höhe, größte Weite, die wir erreichen können. Und dafür bräuchten wir ja genau den Winkel, der hier unten liegt, also der hier liegen würde. Das heißt, wir sehen schon mal, es muss auf jeden Fall mindestens einen Winkel geben, oder so wie wir es hier sehen, eigentlich nur genau einen Winkel geben, bei dem wir wirklich eine maximale Weite erreichen. Und jetzt wollen wir natürlich rauskriegen, welcher das ist. Und am Anfang habe ich schon gesagt, dafür brauchen wir ein bisschen Analysis, weil wir ja eigentlich rauskriegen wollen, dieser Punkt hier oben, oder sagen wir andersrum, wenn man die Ableitung von einer Funktion nimmt, dann versucht man ja eigentlich nur die Steigung an einem bestimmten Punkt rauszukriegen. Und wir wollen ja wir kennen ja schon die Steigung an dem Punkt, den wir haben wollen, weil hier ganz oben, also genau an dem Punkt hier, wo wir hinwollen, ist ja die Steigung genau 0. Also da will ja die Tangente genau flach, einfach nur so wie ich sie halt gezeichnet habe. Ich kann es noch ein bisschen versuchen, ein bisschen schöner hinzukriegen. So, also wir wollen die erste Ableitung nehmen und setzen die dann auf 0, weil der Punkt 0 ist genau der Punkt, an dem wir den höchsten Punkt hier erreicht haben. Also nehmen wir uns unsere Formel hierher und nehmen davon mal die erste Ableitung. Also Sx' in Abhängigkeit von Alpha ist gleich. Wie gesagt, v nehmen wir als konstant an. G ist so oder so konstant und die 2 natürlich auch. Also haben wir hier vorne einen Term, der komplett konstant ist, durch G. Und jetzt kommt natürlich der interessante Teil. Jetzt wollen wir erstmal einmal die Ableitung finden von Sinus Alpha. Also hier kommt jetzt hin die Ableitung von Sinus Alpha. Und die Ableitung von Sinus, also die erste Ableitung von Sinus, müssen wir dazu sagen, die ist Cosinus von Alpha. Und da wir ja hier, wir müssen ja die Produktregel anwenden, das heißt, wir nehmen die Ableitung von dem ersten Term und multiplizieren ihn mit dem zweiten. Also Cosinus Alpha ist die Ableitung von Sinus Alpha mal dem Cosinus Alpha hier, mal Cosinus Alpha. Und die Produktregel sagt ja, jetzt addieren wir darauf noch die Ableitung von dem zweiten Term mal den ersten Term. Also die Ableitung von Cosinus Alpha, die Ableitung von Cosinus Alpha ist ja minus Sinus Alpha
Und das multiplizieren wir noch mit Sinus Alpha mal Sinus Alpha. Wenn dir das jetzt alles so, wenn dir das jetzt alles ein bisschen komisch vorkommt, dann schau dir am besten nochmal unsere Playlist an zur Analysis und ich denke, dann wird das auch ein bisschen klarer, was ich hier gerade gemacht habe. Das ist wirklich nur, ich habe nur die Produktregel hier oben angewandt auf diesen Term hier, weil das hier vorne ja konstant ist. Und wie gesagt, die Ableitung von Sinus ist Cosinus und die Ableitung von Cosinus ist Minus Sinus. So, und ich hatte ja eben schon gesagt, wir wollen das ja 0 setzen, die erste Ableitung, weil 0 ist ja genau der Punkt, also oder andersrum, 0 ist ja genau die Steigung von genau der Tangente, die wir haben wollen. Also wissen wir schon, dass 0 soll genauso groß sein wie 2 mal V² durch G, einfach nur unsere Konstante. Und das hier rechts in Klammern können wir noch ein bisschen zusammenfassen. Was ist denn Cosinus Alpha mal Cosinus Alpha? Das ist ja Cosinus zum Quadrat von Alpha. Dann haben wir hier Minus, also können wir hier schon mal Minus hinschreiben. Und Sinus Alpha mal Sinus Alpha ist Sinus Quadrat von Alpha. So, also wollen wir uns jetzt genau mit der Formel hier eigentlich nur noch beschäftigen. Die hier sagt uns nämlich genau aus, welchen Winkel wir denn eigentlich gerade suchen. Und ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Ich versuche mal die Zeichnung nochmal drauf zu lassen, dass wir immer sehen können, womit wir uns gerade beschäftigen. Also, ich würde ja sagen, wir fangen erstmal damit an, die Konstante hier rauszunehmen. Das heißt, wir dividieren einfach durch diesen ganzen Term hier, weil wir ja schon wissen, dass die darauf keinen Einfluss haben wird. Also, 0 ist gleich, dann haben wir noch den Cosinus zum Quadrat von Alpha minus dem Sinus zum Quadrat von Alpha. Und wenn wir jetzt plus Sinus Alpha rechnen, ach so, vielleicht würde ich noch sagen, du darfst natürlich nur durch den Term hier vorne teilen, wenn der nicht 0 ist. Und davon können wir natürlich ausgehen, weil v, wenn v 0 wäre, dann hätten wir keine Anfangsgeschwindigkeit und dann gibt es natürlich auch nicht den perfekten Winkel, um möglichst weit zu kommen, weil dann gibt es einfach gar keinen Winkel. Ohne Geschwindigkeit, also ohne Geschwindigkeitsvektor, gibt es natürlich auch keinen Winkel. Macht, denke ich mal, Sinn. Also dürfen wir auch wirklich durch den Term hier teilen, weil wir schon wissen, dass dieser Term hier nicht 0 sein kann. Und wenn doch, dann gibt es halt auch den Winkel nicht. Das ist ja in Ordnung. Den brauchen wir dann ja auch nicht. So, hier unten waren wir stehen geblieben. Also Sinus Alpha kommt auf die linke Seite. Sinus Quadrat von Alpha natürlich. Und auf die rechte kommt Cosinus Quadrat von Alpha. So, und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, was wir machen könnten. Wir könnten einfach nur die Wurzel ziehen. Oder ich würde sagen, wir nehmen die interessantere Möglichkeit. Wir dividieren einfach mal durch Cosinus Alpha, Cosinus Quadrat von Alpha. Dann haben wir nämlich Sinus Quadrat von Alpha geteilt durch Cosinus Quadrat von Alpha. Muss also genau 1 ergeben. So, wie kommen wir jetzt da drauf? Ja, wir können uns erstmal noch die Frage stellen, was ist denn Sinus von einem Winkel? Oder machen wir es anders? Wir können es ja erstmal hier. Wenn wir, ich habe da unten das Quadrat vergessen, wenn wir Zähler zum Quadrat durch Nenner zum Quadrat haben oder generell irgendwelche Potenzen an Zähler und Nenner haben, die gleich groß sind, dürfen wir das ja auch folgendermaßen schreiben. Sinus von Alpha durch Cosinus von Alpha. Cosinus von Alpha und dann das Ganze zum Quadrat. Richtig? Wenn wir Zähler zum Quadrat haben und Nenner zum Quadrat, können wir das Quadrat auch rausziehen sozusagen und einfach den ganzen Term nehmen, den ganzen Bruch nehmen ohne das Quadrat und den dann quadrieren. Und das muss gleich 1 sein. So, wenn wir jetzt die Wurzel ziehen, dann fällt natürlich das hier alles weg. Und 1, die Wurzel aus 1 ist 1. Jetzt müssen wir uns nur noch fragen, was ist denn der Sinus durch den Cosinus von einem Winkel? Und vielleicht erinnerst du dich noch daran, das ist der Tangens. Der Tangens von Alpha muss also genau 1 sein. Und jetzt können wir das natürlich ausrechnen, also wir könnten jetzt hinschreiben, dass wir also die Inwertfunktion von dem Tangens nehmen wollen, also den Arcus-Tangens. Also ist Alpha gleich dem Arcus-Tangens Arctan von 1. Und wie gesagt, entweder weiß man das oder man kann es ja auch ausrechnen mit dem Taschenrechner, aber der ist genau 45 Grad. 45 Grad. Und ich denke, das war mit Sicherheit auch schon das, was du dir so ungefähr vorgestellt hast. Das hat man mit Sicherheit schon mal gehört, dass 45 Grad der perfekte Winkel ist. Allerdings natürlich nur, wenn wir annehmen können, dass wir keinen Luftwiderstand haben. Sonst würde die Sache natürlich ein bisschen anders aussehen. Und das macht übrigens auch wirklich Sinn, dass das so ist, weil wir können uns ja mal angucken, wenn wir mal gucken, was ist denn der Sinus von, was ist denn der Sinus von 45 Grad? Der ist genau Wurzel 2 halbe.
Das sieht man nicht so gut. Ich schreibe mal ein bisschen ordentlicher. Und der Cosinus von 45 Grad ist auch Wurzel 2 halbe. Und wenn wir jetzt hier links gucken, wir hatten ja hier oben, hier, wenn wir jetzt hier die Wurzel gezogen hätten, hätte ja gestanden, dass wir genau den Winkel brauchen, bei dem der Sinus und der Cosinus von diesem Winkel genau gleich groß sind. Und naja, das passiert halt in dem Intervall von 0 bis 90 wirklich nur bei 45 Grad. Und jetzt, wo wir das wissen, können wir ja unseren optimalen Winkel von 45 Grad mal hier oben in unsere Formel einsetzen, in diese Formel hier. Also, wenn wir das jetzt hier mal einsetzen, dann können wir mal gucken, wie weit wir denn eigentlich immer kommen würden. Das würde ja bedeuten, wir wollen Sx wissen von 45 Grad. Und das wäre dann ja 2 mal V zum Quadrat durch G mal. Und ich mache das mal weg hier. Das verwirrt uns sonst nur. So, mal dem Sinus von 45 Grad mal Sinus von 45 Grad mal Cosinus von 45 Grad. Cosinus von 45 Grad. Das hatten wir ja gerade schon, das ist Wurzel 2 halbe. Und das hier ist auch Wurzel 2 halbe. Und Wurzel 2 mal Wurzel 2, das ist ja 2. Also kürzen sich die beiden hier mit einer von den 2 raus. Dann haben wir hier oben noch eine 2 und hier noch eine 2. Also bleibt im Endeffekt eigentlich nur noch übrig, dass die Weite, die Wurfweite sozusagen, oder die Geschossweite, beim Winkel von 45 Grad und ohne Luftwiderstand exakt V² durch G ist. Das heißt, du würdest immer genauso weit fliegen, wie deine Geschwindigkeit zum Quadrat durch die Fallbeschleunigung. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wir können uns ja mal einfach nur ein Beispiel angucken. Nehmen wir doch einfach mal, wir können dann nochmal nach oben gehen. In dem Beispiel hier, nehmen wir doch mal an, du würdest eine Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde nehmen, oder würdest eine Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde deinem Geschoss mitgeben, und sagen wir sind auf einem Planeten, auf dem die Fallbeschleunigung, sagen wir mal auch, nur um das ein bisschen besser runden zu können, auch genau 10 Meter pro Quadratsekunde sind. Dann wäre dann deine maximale Weite in die X-Richtung, wenn du halt auf der gleichen Höhe aufkommst, wäre dann ja, achso, das können wir weglassen. Den Winkel brauchen wir nicht, wir gehen ja davon aus, dass es 45 Grad sind. Dann wäre das ja genau deine Geschwindigkeit zum Quadrat, also 100. Und Meter durch Sekunde zum Quadrat ist ja Quadratmeter durch Quadratsekunde durch 10 Meter pro Quadratsekunde. Quadratsekunde kürze ich mit Quadratsekunde raus, Meter kürze ich raus mit dem Quadrat von Meter, und du würdest genau 10 Meter weit fliegen. Ist das nicht faszinierend?